Larissa, du warst jetzt schon mehrmals in den USA. Ihr wart alle in Amerika im Auslandsjahr. Was ist Amerika für dich? Wie würdest du Amerika beschreiben, gerade auch als Austauschschüler, wenn man da hinkommt? Man kann das irgendwie nicht beschreiben, weil jeder Staat ist anders. Das sage ich immer und ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich da ankomme. Ich und Charlie waren jetzt dieses Mal das erste Mal in Kalifornien und das war zum Beispiel wieder ganz anders als jetzt Georgia, der Staat, wo ich mein Auslandsjahr gemacht habe, genau. Allein natürlich schon mal vom Essen her, aber auch von den Leuten her. In New York hatten wir ja unsere Orientation Days, du wahrscheinlich auch, ne? Und da sind die Leute halt wirklich in ihrem eigenen Film und so wie man sich das so vorstellt, in Aktentaschen laufen die dann da durch die Gegend und so. Und in Kalifornien hatten wir zum Beispiel die Surfer Boys, die wir da kennengelernt haben. Die waren so, wie man sich die so vorstellt, so typisch, ganz gechillt und so und immer so, good vibes und so. Und jeder Staat ist wirklich anders. So wie ich das in meinem Staat gemerkt habe, waren die im Süden halt alle total nett und bei uns war auch viel so Country und so, so Country-Musik habe ich sehr viel gehört. Und zum Beispiel die Jungs in Kalifornien haben gesagt, die hassen Country-Musik. Boah, so, ne? Das war richtig interessant. Ja.